Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von 163 Grad. Ja, mein Tesla Model S hier hinter mir hat heute Nacht die Softwareversion 9 runtergeladen. Und da ist doch einiges anders geworden auf dem großen Tesla-Bildschirm. Und das schauen wir uns jetzt zusammen an. Ja, da ist sie, die neue Version 9.0. Hier unten steht es V9.0, Klammer auf, 2018.42.2 und dann kommen noch ein paar Zahlen dahinter. Versionshinweise, gehen wir mal rein, was Tesla uns erzählt, was neu ist in dieser Version. Version 9.0 enthält ein komplettes Update der Benutzerschnittstelle. Das werde ich euch gleich zeigen. Lenkassistent und Spurwechselassistent sind in einer App oder in einer Funktion kombiniert. Mobile App, auch bei der iPhone App oder Android App, hier hat sich etwas geändert. Auch da gibt es Neuheiten. Dann die ganze Menüleiste, nennt sich App Launcher, ist jetzt woanders, zeige ich euch gleich. Klimaregelung hat sich verändert. Die Navigationsanzeige hat sich auch verändert, liefert mehr Informationen über bevorstehende Abzweigungen, einschließlich Angaben über Autobahnausfahrten und so weiter und so fort. Verkehrsansicht wurde neu gestaltet und der Media Player neu, Fahrzeugeinstellungen sind neu und das war's. Hindernisabhängige Beschleunigung. Die Beschleunigung wird automatisch begrenzt, wenn bei langsamer Fahrt ein Hindernis auf der Fahrspur, die Ihr Fahrzeug benutzt, erkannt wird. Die hindernisabhängige Beschleunigung kann unter Fahrzeugautopilot aktiviert oder deaktiviert werden. Und es gibt diese Atari-Spiele, die ihr bestimmt schon mal gesehen habt. Gehen wir es mal im Einzelnen durch. Das ist die neue Optik. Die Navigation ist immer oben und man kann sie dann entweder ganz haben oder man kann sie eben zum Teil haben. Bis jetzt war es so, hier oben habe ich den Knopf zum Verriegeln des Fahrzeugs. Das geht weiterhin. Ich habe die Ladegeschichte, auch die hat sich verändert. Im Grunde genommen sieht es genauso aus, aber ihr seht, das sieht hier schon so ein bisschen anders aus. Ladestrom, geplanter Ladevorgang und wenn Supercharging ist, hier kann man das Limit einstellen, wie voll man den Akku haben will. Von der Funktionalität dasselbe wie vorher, es sieht nur optisch ein bisschen anders aus. Das Ganze hat sich ein bisschen angelehnt an die Menübedienung vom Tesla Model 3. Da sieht das ja so ein bisschen so ähnlich aus. Also die ganze Optik ist so ein bisschen à la Tesla Model 3. Ja, dann habe ich hier oben Homelink. Da kann ich mein Garagentor auf und zu machen. Hier oben dieser kleine grüne Button, da drückt man drauf. Wenn man das eingestellt hat, geht das Tor auf. Beziehungsweise, wenn man vor das Tor fährt und das eingestellt hat, macht der Wagen das automatisch hoch. Das kann man programmieren, ist hier programmiert, deshalb grün. Und weil ich zu Hause bin und er das Tor erkennt, sozusagen GPS-mäßig, weiß er, ich bin in der Nähe des Tores, ist das grün. Oliver, das ist mein Benutzerprofil. Also hier oben ist eigentlich alles so weit, wie man es kennt. Da hat sich nicht viel verändert. Wichtig ist, wenn man hier vorher irgendwo drauf geklickt hat, dann kam hier oben eine Menüleiste mit ins Bild, mit der man die ganzen Dinge regeln konnte, wie Karte, Rückfahrkamera, Kalender, Telefon und auch, was war das noch, die ganze Medienplayer. Da kommt jetzt nichts mehr, egal wie ich hier tippe und egal was ich hier mache. Hier kommt jetzt keine weitere Information mehr, sondern das ist alles nach hier unten gerutscht. Diese schwarze Leiste, der sogenannte App Launcher, das ist fest im Bildschirm drin. Das kann ich auch nicht runterkriegen. Und hier sind jetzt alle Informationen oder alle Funktionen drin, die ich vorher da oben in der Leiste hatte. Das ist die ganz wesentliche Neuerung dabei. Hier, wenn ich auf den Tesla klicke, kriege ich die Fahrzeugeinstellung. Auch das hat sich verändert. Früher gab es hier oben zwei verschiedene Reiter, Fahrzeug und Einstellung. Das gibt es nicht mehr. Das ist jetzt alles auf einer Seite zusammengefasst. Es fängt an mit Schiebedach beispielsweise. Das war auch sonst der erste Punkt. Ihr seht, mein Fahrzeug hat keine Luftfederung. Das ist der Punkt, der hier fehlt. Ihr seht auch, mein Fahrzeug hat keine Kaltwetterpaket. Das seht ihr gleich beim Klima. Hat er auch nicht. Aber im Grunde genommen kann man hier alles so einstellen. Die Funktionen sind keine anderen als vorher. Es ist nur so, dass der gesamte Menüaufbau anders ist und es ist jetzt alles mit der linken Seite mit der Navigation zu erreichen. Es gibt keine Zweiteilung mehr. Also Schnellzugriff, hier habe ich das Schiebedach, Displayhelligkeit, Leuchten, da kann ich die Scheinwerferregulierung machen, fahren,
kann man einstellen, Beschleunigungsstandard, lässig, Lenkmodus, regeneratives Bremssystem, Kriechstrom, Kriechmodus, das ist alles das, was es vorher auch schon gab. Der Autopilot sieht dann etwas anders aus, es ist alles in diesem sogenannten Lenkassistent zusammengefasst, das gesamte Autopilot-System ist hier auf Lenkassistent herbeirufen, kann man dann hier anpassen, was passiert, wenn ich mit der App daneben stehe, wie nah fährt er ran und wie weit muss ich mit meinem iPhone entfernt sein. Bei mir steht das auf 7,5 Meter und dann kann man auch sagen, ob er auch das Garagentor aufmachen kann. Dann kann ich mich also mit meinem iPhone neben mein Auto stellen im Abstand von 7,5 Metern und kann ihn mit dem iPhone steuern. Sofern er aufs Tor zufährt, macht er das Tor dann auch noch auf und zu. Das gab es vorher aber auch schon. Ja, Bedienung. Hier sind die Punkte, Fahrertür, Entriegelungsmodus, beim Einstellen nur die Fahrertür entriegeln, automatische Türgriffe, dass sie raus und rein gehen, Kindersicherung, also hier ist praktisch alles soweit drin. Display, diese Displayhelligkeit hat man hier oben im Schnellzugriff auch nochmal gesehen, hier kann man einstellen, wie das Display eingestellt ist, ob man mit Kilometern fährt, ob man mit Prozent fährt, dass also im Akku Prozent steht und nicht wie viel Kilometer man noch kommt und so weiter und so fort. Also die ganzen Einheiten stellt man hier ein. Dann gibt es Trips, dort stellt man ein, das war vorher auch, man kann einstellen seit dem letzten Laden, wie weit bin ich gefahren und man kann zwei Etappen zurücksetzen. Man kann also hier den auch noch, den Robinson hier zurücksetzen und man kann ihn auch benennen. Da sind wir in Urlaub gefahren, man kann also tatsächlich hier drauf tippen und dann kann man ihn auch anders benennen. Das gab es vorher, wie gesagt, aber auch und kann sagen, ich sag mal, hier fahre ich meine Tour zum Hotel oder sagen wir mal, hier, ich fahre beim eCannonball in München und dann sage ich, ich fahre hier München. Das wird die Etappe für die Hintour München. Und die Etappe nennen wir mal Hin und Rück. Und dann wird das praktisch die Gesamtaddition. So kann man praktisch zwei verschiedene Trips machen, die man dann auch einzeln zurücksetzen kann. Gab es vorher aber auch schon. Navigation. Tripplaner ist klar, dass er mir die Route optimiert online in Abhängigkeit von Verkehrshindernissen und dass er mir auch Supercharger berücksichtigt, wenn ich irgendwo hin will und die Reichweite nicht reicht. So, Thema Sicherheit. Hier gibt es die ganzen Funktionen, mobilen Zugriff, dass ich mit dem Handy darauf zugehen kann. Passiver Einstieg ist eine ganz wichtige Geschichte. Der passive Einstieg ist die Möglichkeit, dass wenn ich mit dem Schlüssel auf das Auto zugehe, dass die Türgriffe automatisch rausfahren. Das habe ich bei mir abgeschaltet, weil es eben auch eine Einladung zum Diebstahl ist. Die ganzen Hackerangriffe, die so in der letzten Zeit passiert sind, haben alle mit diesem passiven Einstieg zu tun. Deshalb habe ich den bei mir deaktiviert. Außerdem gehe ich häufiger in meiner Garage an meinem Auto vorbei und mag das dann nicht, wenn dann automatisch die Türgriffe raus und rein fahren und ich will gar nichts von dem Wagen. Hier kann man noch zum Fahren eine PIN eingeben, das ist neu. Wie beim Telefon kann man eine vierstellige Geheimzahl eintippen und dann muss man die jedes Mal eintippen, bevor man mit dem Wagen losfährt. Ist so eine Art Diebstahlschutz, ganz einfach, habe ich im Moment nicht benutzt. Ja, und hier gibt es das Thema Service. Wenn man die kann man die Sensoren zurücksetzen und den Scheibenwischer-Service-Modus. Wenn man also die Scheibenwischerblätter wechseln will, dann kann man das hier praktisch reinstellen. Ja, und dann gibt es noch das Handbuch. Also all diese Dinge sind genau dieselben wie vorher. Es ist nur optisch komplett anders gemacht mit dem Menü links und es ist ein bisschen anders sortiert und das Thema Autopilot ist hier oben in einem System zusammengefasst. Das soweit dazu. Dann das Thema Musik. Ich drücke hier unten auf den Musik-Icon. Das ist die Aufteilung, die kann ich ein bisschen verändern. Ich kann das noch ein bisschen größer machen, dann wird die Navi kleiner. Ich kann das wieder auf die Größe machen oder auf so einen Mini-Player machen oder ich mache es eben ganz weg. Aber ihr seht, die Navigation bleibt immer oben. Früher hatte man zwei gleich große Hälften, die konnte man auch gegeneinander tauschen, wechseln. Das gibt es nicht mehr. Ich kann nur noch sagen Musik. Musik ist immer unten. Navi ist immer oben und dann kann ich mir noch aussuchen, in welcher Größe ich Musik hier habe, aber ich kann es nicht tauschen. Ich kann nicht die Karte runter und die Navi nach oben. So, hier bei Musik gibt es Radio. Da kann man dann also seine Favoriten sehen, hat hier seine Favoritensender, Spotify, ist klar. Dann geht er ein bisschen höher, weil er mir hier oben noch das Radio anzeigt. Ich hatte ja eben Radio. So, und dann kann man sagen, ich will jetzt hier Spotify hören, dann läuft das los.
Telefon wäre die Musik von meinem Telefon. TuneIn ist ein Radionetzwerk. Da kann ich also verschiedene Radiosender, die übers Internet gestreamt werden, abrufen. Zum Beispiel hier Radio Monaco, meinetwegen, habe ich mal eingestellt aus Spaß. Da kann man sich einen monegassischen Radiosender anhören, den man sonst über Antenne ja nie kriegen würde. Und mit Suche kann man irgendwas suchen. Ich suche irgendwas von Otto Walkes beispielsweise. Dauert einen kleinen Augenblick. Und dann sucht er mir ein Album, das bei Spotify quasi gelistet ist. Und dann kann ich hier mir Otto Walkes anhören. Immer beliebt auf langen Reisen bei den Kids. Ja, das soweit dazu. So bringt man es runter auf den Mini-Player. Da hat man nur noch die Bedienleiste. Hier hat man praktisch alles. Hier hat man eine Stufe weniger mit den Favoriten. Ich könnte jetzt einfach hier auf Radio Hamburg gehen und dann habe ich wieder das Radiosystem an mit Radio Hamburg, oder man geht es noch ein weiter. Man muss sich daran gewöhnen, ist aber gar nicht schlecht gemacht. Ja, dann haben wir hier unten diesen App-Launcher. Das ist ein Pfeil. Wenn ich den klicke, kriege ich die ganzen Funktionen, die vorher praktisch hier oben waren. Ich habe einen Kalender zur Verfügung, der funktioniert dann, wenn ich hier mit dem Telefon verbunden bin. Also dieser Kalender kommt von meinem iPhone und das iPhone muss hier über Bluetooth eingeloggt sein. Dann kann ich hier das entsprechend sehen. Ich sehe auch dann, was ich mache, wo ich bin, und könnte jetzt hier Ben Anprobe, Beringstraße, da könnte ich jetzt also einfach draufdrücken, dann würde er mir das in die Navi spielen und ich würde dahin fahren, wo der Termin ist. Auch das kann ich wieder wegmachen. Dann haben wir das Thema Energie. Hier kann ich mir den Verbrauch der letzten Kilometer angucken, der letzten 10 Kilometer, der letzten 25 Kilometer, der letzten 50 Kilometer. Da bin ich also ein bisschen schneller unterwegs gewesen, aktuell und Durchschnitt. Und wenn ich einen Trip habe, das heißt, ich habe hier oben ein Navigationsziel eingegeben, dann kommt hier die Grafik für diesen Trip. Ich mache das mal. Wir nehmen mal hier, ich fahre mal zum Supercharger Wittenburg als Beispiel, nur mal so aus Spaß. Der ist da Richtung Schwerin. Und dann seht ihr hier bei Trip, jetzt funktioniert hier was. Ich habe 66% Akkuladung. Ich würde also geplant mit 35% in Wittenburg am Supercharger ankommen. Das ist die Idee. Und man kann dann, während man fährt, gucken, ob ich die Kurve verlasse. Wenn ich sparsamer fahre, dann liege ich über der Kurve. Wenn ich richtig aufs Gas trete, dann liege ich unter der Kurve. Dann sehe ich schon prognostiziert, wo ich hinten rauskomme. Das brechen wir mal ab und die Navi gucken wir uns dann auch gleich an. So, dann habe ich hier Web im Internet browsen. Da ist jetzt A Better Route Planner drin, aber ich kann auch was anderes machen. Ich kann zum Beispiel mir meine Favoriten anrufen. Hier mein Blog, 163 Grad. Ehrlich gesagt, diese Webbrowsing-Geschichte benutze ich relativ selten, weil, wie ihr seht, dauert das alles ziemlich lange. Im Prinzip hast du, wenn du dein Handy in der Hand hast, meistens hier schon schneller ein Ergebnis als so eine einfache Webseite wie mein Blog. Da ist nicht so viel dran zu sehen. Hier der ganze Text fehlt noch, obwohl ich im WLAN hier bin. So, jetzt ist das da. Hier oben ist mein Tesla-Empfehlungslink. Wenn ihr einen Tesla kaufen wollt, seid ihr herzlich eingeladen, den zu benutzen. Und hier seht ihr meinen Blog mit den ganzen Autotests und Berichten und so weiter und so fort. Wer das nicht kennt, schaut mal rein, 163grad.de. So, dann gehen wir mal runter. Dann haben wir das Thema Web, hatten wir Kamera. Das ist die Rückfahrkamera. Wie ihr seht, stehe ich in der Garage. Da hinten seht ihr mein Garagentor. Auch das war früher auch nach oben zu bekommen, ist heute nicht mehr. Die Kamera kann während der Fahrt anbleiben, aber sie bleibt immer unten. Also diese Aufteilung Navi oben, alles andere unten ist jetzt fest. Das kann ich nicht mehr verändern. So, dann haben wir die Kamera, habe ich Anruf. Da kann man also sein Telefon. Ich meine, es ist ein lustiges Symbol da, dieses Telefon, sowas findet man nur noch im Museum. Also lustiges Symbol für ein Telefon. Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, was das ist. In Humphrey Bogart-Filmen, da haben die solche Telefone. So, das Radio mal runter. Ihr seht, das geht also tatsächlich. Kann man hier noch ein bisschen höher schieben. Dann habe ich jetzt drei Sachen drin. Die Navigation, das Telefon und den Radiosender, den ich zuletzt drin hatte. Das ist ganz lustig. So, dann kann ich hier also wählen. Da habe ich meine Kontakte und meine Rufnummern. Liste und mein Telefon ist damit verbunden. So, haben wir noch was? Jawohl, aufladen. Das ist ein bisschen doppelt. Die Grafik habt ihr eben schon gesehen. Das ist das gleiche, als wenn ich hier oben auf das Aufladen-Symbol klicke. Ist ein bisschen doppelt gemacht. Ich weiß gar nicht, warum man es denn da nochmal reinmacht, aber ist okay. Das ist die Sitzheizung. Wenn ich die anmache,
Eine Stufe, zwei Stufen. Früher standen da Zahlen, 3, 2, 1, das gibt es nicht mehr. Hier gibt es nur noch so kleine Symbole. Drei Symbole, zwei Symbole, ein Symbol weg. Das gleiche für den Beifahrer. Ja, dann habe ich die Klimaanlage. Wenn ich hier drauf tippe, kann ich die Temperatur verändern. Mit Sync kann man für Fahrer und Beifahrer eine gleiche Temperatur wählen. Wenn ich auf den Ventilator tippe, kommt die große Grafik, kann die Klimaanlage aus- oder einschalten. Die habe ich jetzt ausgeschaltet, weil ich sie eigentlich so nicht brauche. Den Ventilator kann man hier verstellen von der Stufe Intensität oder auf Auto. Dann macht er das alles von alleine. Wenn man Auto wegdrückt, kann man auswählen, ob man oben, Mitte, unten, aus welchen Luftaustrittsdüsen man das haben möchte, ob die Klimaanlage eingeschaltet ist und ob den Ventilator, welche Stärke man wählt. Klima eingeschaltet lassen, Klima wird beim Verlassen ausgeschaltet. Das ist dieser sogenannte Camper-Mode. Das heißt also, wenn man den Wagen ausmacht, dass die Klimaanlage dann anbleibt und die Temperatur im Wagen konstant hält. Wenn man in dem Wagen übernachtet, schläft oder längere Zeit wartet oder sowas, dann kann man tatsächlich hier die Klimaanlage betriebsbereit lassen. Kostet natürlich Strom, muss man wissen, aber die Temperatur wird dann gehalten. So, soweit dazu und das auch wieder weg. Sitzheizung Beifahrer funktioniert genauso. Das sind die beiden Tasten, das ist das Entfrosten der Frontscheibe. Wenn man da drauf drückt, dann gibt er jetzt richtig Gas, um die Frontscheibe zu entfrosten im Winter. Mache ich jetzt mal aus und das ist der Knopf für die beheizbare Heckscheibe. Und dann haben wir hier die Musiksteuerung, lauter, leiser oder Soundstop. So, bei der Musik gibt es noch eine Besonderheit. Mach das mal wieder leiser. Das ist hier hinten dieses Icon mit den Einstellungen. Was haben wir hier noch? Was soll die Verkehrsampel? Achso, das ist Radio mit Verkehrsfunk, sowas. Vorwärts, rückwärts, das sind meine Favoriten. Und das hier sind die Einstellungen. Wie ihr seht, habe ich keine Ultra-Hi-Fi-Soundanlage, sondern nur das normale Soundpaket. Sonst würde hier noch so ein Dolby-Knopf da sein. Was neu ist, ich habe das relativ neutral eingestellt, denn ich bin mit dem Klang dieser HiFi-Anlage völlig zufrieden. Was neu ist an dieser, ist, dass man die Einstellung jetzt bis 12 hochbumpen kann. Das ging vorher nur bis 8. Wer also sich den Bass auf 12 stellen will, das gab es wohl mal, wurde dann von Tesla wieder rausgenommen, auf 8 reguliert. Mittlerweile kann man das auf 12 hochstellen. Keine Gewähr dafür, dass dann auch tatsächlich mehr Bass kommt als vorher. Kann ja auch sein, dass sie tatsächlich nur eine andere Zahl da oben eingezogen haben. Aber wer das will, kann die ganze Geschichte wieder bis 12 Uhr hochlaufen lassen. In der Tesla-App gibt es dann auch noch eine neue Funktion. Zumindest wenn man mit dem Phone im Auto sitzt, dann taucht die Funktion Media auf. Hinter Media verbirgt sich dann eine Fernbedienung. Das heißt, man kann das Telefon jemand anderem im Auto geben und der kann dann damit lauter und leiser machen oder vorspulen und zurückspulen. So, dann zur Navigation. Hier oben kann ich mich überhaupt entscheiden, wie die Karte sein soll, ob ich sie in Blickrichtung haben will, ob ich sie nordweisend haben will. Ich habe eine Karte, ehrlich gesagt, immer nordweisend. Das ist eine persönliche Präferenz. Was hier auffällt, ist, dass die Farben anders sind. Hier fehlt die Farbe Grün. Also früher war das so, dass ich da, wo frei war, da war eine grüne Linie und da, wo Stau war, war es dann rot. Das haben sie hier geändert. Sie haben das Grün rausgenommen und zeigen praktisch nur noch die Staus an. Also wenn ich jetzt hier reingehe, in das Stadtzentrum von Harburg beispielsweise, dann sehe ich, klack, klack, und jetzt kommt die Verkehrsinfo, da. Ich sehe also nur noch die roten Stellen. Hier zum Beispiel auf der Stadtautobahn ist nichts angezeigt. Das heißt im Umkehrschluss, dass es keine Störung gibt. Es steht alles auf Grün, das heißt, ich habe dort freie Fahrt. Dieses Grün fehlt. Früher war hier ganz viel Grün und dann ein bisschen Rot. Mittlerweile haben sie das auf Rot reduziert, damit ich mich einfach darauf konzentrieren kann, wo ist ein Problem. Grün heißt ja, dass alles geht, dass kein Problem ist. Die Navigation kann man hier, ich sag mal ein Beispiel, ich fahre zum Heusweg, sieht auch ein ganz bisschen anders aus, aber das ist eher optischer Natur. Ich habe hier noch so ein Rädchen, das ist neu, da kann man also nochmal
die Einstellungen für die Navigation einstellen, also die Lautstärke der Ansage, den Tripplaner, ob man da Supercharges mit einrechnen will, den Online-Routenplanung, die Routen ändern, wenn dies mehr spart als 10 Minuten. Dann kann man sagen, wenn ich also für länger als 10 Minuten brauche und eine andere Route besser ist, die 10 Minuten kürzer wäre, dann nimm doch bitte die Route, sonst bohre ich mich da tatsächlich durch den Stau für 5 Minuten. Ersparnis bleibe ich auf meiner vorhandenen Route. Das ist also ganz neu. Ich glaube, vorher war das so, dass wenn nur eine Minute das günstiger war, dann hat er mich teilweise schon eine andere Route geschickt. Er wollte teilweise, dass ich 30 Kilometer Umweg fahre, nur weil das eine Minute schneller war. Weiß ich gar nicht genau, ob es das vorher schon so gab. Also hier kann man das einstellen, was ich ganz gut finde. Ja, das wäre jetzt meine Route und ihr seht, es gibt kein Grün mehr, es gibt nur noch Rot. Ich weiß, da oben ist Stau und dann kann man losfahren. Hier ist noch ein Schieber dran, mal sehen, was passiert hier. Ne, nichts mehr. So, noch ein Trip, man kann, noch ein Trick, man kann bei Tesla Heimadresse und Arbeitsadresse hinterlegen. Wenn man sich an der Heimadresse befindet, dann braucht man den Knopf nur runterziehen und dann würde er die Arbeitsadresse ansteuern. Ich habe jetzt keine eingerichtet. Insofern ist das so gemeint, wenn man zu Hause ist, brauche ich den Knopf Navi nur runterziehen, dann fährt er automatisch zur Arbeitsadresse. Wenn ich an der Arbeitsadresse bin, brauche ich den Knopf nur nehmen und runterziehen und dann würde er zur Heimatadresse fahren. Da ich zu Hause bin, will er jetzt zur Arbeitsstätte fahren. Ich habe aber keine Arbeitsstätte eingerichtet, insofern fragt er mich da. Aber wenn ich jetzt eine Arbeitsstätte hätte, wo ich jeden Tag hin muss, dann könnte ich die dort einrichten. Dann würde er morgens, mache ich einmal so, dann fährt er da automatisch oder macht mir automatisch die Navigation dahin. Ja, hier wieder die Geschichte. Was passiert, wenn ich so mache? Dann kommt die Klimaanlage. Wenn ich hier irgendwas mache, dann kommt logischerweise das, weil ich das getippt habe. Nochmal runter. Runter. Nee. Also man muss das schon tippen. Ja, und dann das Highlight. Was heißt Highlight? Ich finde, das ist Spielkram. Diese sogenannten Cowbells, also diese kleinen Extras hier oben, wo man sein Auto auf den Mars sehen kann. Da gibt es jetzt Atari-Spiele. Dann kriegt man so eine Spielekonsole. Missile Command, ich habe keine Ahnung, ich bin auch nicht der große Gamer. Ich drücke mal Start, ich weiß gar nicht, ob dann was passiert. Aha, kann man hier Press Start. Start mache ich. Player One. Credit One. Aha, dann habe ich hier ein Kreuz. Das kann ich hier bewegen. Und kann ich auch was schießen? Ah, ich kann auch irgendwie schießen. Oder? Achso, ich kann dahin dirigieren. So, und dann kann ich schießen und den abschießen. Okay, Mann. Ja, das ist was für Wartezeiten. Hier oben gibt es tatsächlich eine Auswahl, was man spielen kann. Dazu gehört das Spiel Asteroids. Mal gucken, was das ist. Das ist schon lange her mit diesem Atari-Kram. One Coin, One Play. Hier unten gibt es noch einen Knopf. Push to Eject. Da kann man wohl sein Geld rausholen. Jetzt haben wir auch Sound hier. Vielleicht hört ihr das auf meinem Mikro. Was kann ich hier machen? Ah, muss man zwei Finger. Ihr seht, ich bin nicht wirklich gut, aber hier kann man Asteroiden abschießen. Der killt mich jetzt. Ja, lustig. Dann haben wir noch Lunar Lander. Das ist, glaube ich, diese Mondfähre, die man runterbringen muss. Ja. Genau, da oben fliegt sie. Push Start, machen wir mal. Da oben fliegt so eine kleine Mondfähre und die kann man jetzt drehen. Und da habe ich schon gesehen in den Videos, dass man die tatsächlich mit den Tasten am Lenkrad dreht. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, weil das außerhalb der Kamera ist. Ich drehe am linken Scrollrad am Lenkrad. Dann kann ich diese kleine Mondfähre da oben drehen. Kann mit der rechten Fähre was machen, mit der rechten Taste. Oder rechts geht auch. Also mit der Scrolltaste am Lenkrad. Gas geben kann man auch. Boing. Aha, gut. Jetzt weiß ich, was ich nicht machen soll. Also man muss anscheinend ein bisschen Gas geben, um die Fähre. Man muss hier ein bisschen Gas geben, damit die Fähre dann da zum Beispiel in diesem Tal landet. So habe ich es verstanden. Okay, gut, habe ich verstanden. Und Missile Command hatten wir, glaube ich, schon. Centipede fehlt noch. Mal sehen, was das ist.
Bonus-Level, Start. Oh Gott. Und jetzt? Gekillt. Also ihr seht, ich bin kein großer Gamer. Hab mir ja in dem Sinne auch ein Auto gekauft und keine wandernde Spielekonsole. Aha, jetzt haben wir 600 Punkte verdient. Tja. Ist sicherlich was für die Wartezeit. Also der nächste Stopp am Supercharger. Boing. Genau. Also der nächste Stopp am Supercharger, der ist damit vorprogrammiert. Eins noch, das habe ich eben übersehen. Man kann diese Spiele tatsächlich im Full-Modus machen. Also hier oben an der Leiste, ich mache es nochmal. Da oben ist Exit und da ist Full. Dann ist der ist dieser Rahmen weg und wenn man hier auf Full drückt, Entering Fullscreen 0, Triple Tap the Display to Exit, also mit dran. So, dann sieht das also richtig hardcore aus hier und dann kann man dreimal drücken, ja, dann sieht das also schon richtig Fullscreen aus. Ich weiß jetzt aber gar nicht mehr, jetzt habt ihr praktisch die Lenkradtasten, die rollen. Jetzt habt ihr die Rollen im Lenkrad, mit denen ihr Exit, mit denen ihr die Spielfiguren bedienen könnt. Also auf die Atari-Spiele habe ich jetzt nun wirklich nicht gewartet, aber das ist eine andere Optik. Ob besser oder schlechter, sei dahingestellt. Es ist anders, es wirkt moderner, es wirkt schlanker, aber man muss sich auch schon dran gewöhnen. Wenn ihr euch vielleicht die englischsprachigen Videos zu der Version 9 angeschaut habt, dann habt ihr vielleicht festgestellt, dass die ein oder andere Funktion, die dort gezeigt wurde, hier bei mir auf dem Bildschirm nicht angezeigt wurde. Das liegt daran, dass mein Tesla Model S ein Baujahr 2015 ist und ich den Autopiloten 1 habe. Und einige technischen Neuerungen gehen tatsächlich erst mit dem Autopiloten 2 bzw. 2.5, also dem neueren Autopiloten, wo das Fahrzeug auch Kameras an der Seite dann verbaut hat. Habe ich nicht. Ich habe nur Kamera vorne und hinten, Autopilot 1. Und damit habe ich auch keine Möglichkeit, die Dashcam-Funktion zu nutzen. Die ist neu bei Tesla. Die Frontkamera des Tesla kann man mitschneiden auf so einem USB-Stick, den man dann in die USB-Buchse hineinsteckt. Das habe ich leider nicht. Ja, das soweit zur Tesla Version 9 auf dem Model S. Wie sieht's aus? Habt ihr auch ein Model S? Habt ihr auch schon die Version 9 drauf? Habt ihr auch schon Erfahrungen gemacht in der Praxis damit? Schreibt mir doch, kommentiert unter dem Video. Ich freue mich auf eure Kommentare und auf eure Likes.